Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video wird es sich um meine Wishlist handeln. Das heißt, ich werde euch zeigen, was ich mir zu Weihnachten wünsche, beziehungsweise euch einfach erzählen, weil natürlich habe ich die Sachen noch nicht. Und in diesem Video ist auch eine Kooperation, meine erste Kooperation, involviert. Und zwar geht es um diese schöne Uhr, die ich euch später genauer vorstellen werde. Aber ja, ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ich habe irgendwie versucht, hier ein bisschen eine gemütliche und weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das wirklich gelungen ist, aber ich habe so ein künstliches Feuer auf meinem Laptop angemacht. So einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Ist ja nicht cute. Ich finde den so süß. Ich habe den jedes Jahr in meinem Zimmer stehen. Ich liebe es auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir schon vor geraumer Zeit meine Christmas Wishlist in mein kleines Heftchen eingetragen. Weil ja, ich bin total der Weihnachtsfanatiker. Also ich liebe Weihnachten. Ich liebe auch diese Jahreszeit. Nur dieses Jahr nervt es mich ein bisschen, weil ich so im Klausurenstress bin. Aber ja, ich werde euch jetzt einfach alles vorstellen, was ich mir wünsche. Und vielleicht kriegt ihr Inspiration. Wenn ihr nicht wisst, was ihr euch wünschen sollt oder auch wenn ihr nicht wisst, was ihr anderen schenken sollt, ist ja einfach nur so ein bisschen zur Anregung dienen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem größten Geschenk an. Und vielleicht haben es auch schon einige mitbekommen, dass ich mir ein neues Handy wünsche. Und zwar habe ich ja noch das iPhone 6s und das habe ich auch schon mega lange. Also ich glaube, ich habe das auf jeden Fall seit meiner Konfirmation und schon noch früher, also 3, 4 Jahre habe ich das bestimmt schon. Und das habe ich mir damals auch von meinem eigenen Geld gekauft. Und das Handy, das ich davor hatte, war irgend so ein richtig günstiges Samsung-Handy, halt auch für ein voll altes. Und ja, deswegen wünsche ich mir jetzt mal ein neues. Und zwar wünsche ich mir das iPhone 11 in Violett mit 128 GB, weil das hat 64 und das reicht mir einfach um Länge nicht. Also mein Speicher ist komplett voll, meine Apps deinstallieren mich sich von selber und das ist wirklich einfach so, so nervig. Deswegen wünsche ich mir das neue Handy und genau. Dann die zweite Sache, die man sich auch mega gut wünschen kann, ist diese Uhr hier. Und zwar ist die von der Marke Nordgreen. Und ich werde euch ein paar Close-Ups von dieser Uhr einblenden, weil ich sie einfach so wunderschön finde. Und ja, Uhren sind auch eine total tolle Sache, um die sich zu Weihnachten zu wünschen, weil es ja meistens schon ein bisschen teurer ist, obwohl ich sagen muss, dass diese Marke wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also die kosten so zwischen 150 und 190 Euro, was ich echt total okay finde für eine wirklich schöne Uhr mit einer guten Qualität. Und ja, ich habe mich mega gefreut, dass sie mich gefragt haben, ob wir kooperieren wollen, weil ich finde diese Marke wirklich total toll. Und zwar wird mit jeder Uhr, die man kauft, ein soziales Projekt unterstützt und man kann sich aussuchen, welches Projekt man unterstützen möchte. Also entweder man kann 2 Monate lang eine Person in Zentralafrika mit sauberem Wasser versorgen oder man sorgt dafür, dass ein Kind in Indien für 2 Monate Education, also Bildung erlangt. Oder das dritte Projekt ist, dass man den Regenwald unterstützt. Und ich finde es einfach so eine coole Sache, dass wenn man sich eine Uhr kauft, gleichzeitig auch was Gutes tut. Und das ist ja auch darum, wo es an Weihnachten geht. Deswegen finde ich das auch echt cool. Und insgesamt finde ich so Message von der Marke richtig, richtig schön. Und ich freue mich, dass ich so eine Marke unterstützen kann. Diese Uhr wurde übrigens von einem skandinavischen Designer designt. Und ich finde, man sieht einfach, wie detailreich und wie schön sie ist. Also ich finde die super classy. Und übrigens, die ist auch vegan. Also ich habe halt kein Lederband genommen, sondern so ein Meshband und dadurch ist die auch vegan. Genau, und deswegen, falls ihr euch überlegt habt, eine Uhr zu wünschen, kann ich euch auf jeden Fall mal die Seite in der Infobox verlinken. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Und zwar lautet der Code Marieke15 und damit könnt ihr 15% sparen. Ich werde euch alle weiteren Informationen auch nochmal in die Infobox schreiben, euch die Marke verlinken und die Webseite. Und genau. Dann die nächste Sache, die ich mega cool finde, ist ein To-Go-Becher. Ich habe einen von Starbucks, ich habe aber auch einen von einer anderen Marke. Und damit tut man auch der Umwelt was Gutes. Das heißt, immer wenn ich mir einen Kaffee kaufen gehe und den mitnehmen will, kann ich einfach meinen Becher mitnehmen und das da auffüllen lassen und muss keine unnötige Verpackung benutzen. Oder auch wenn ich mir Tee oder Kaffee mit in die Schule nehme, nehme ich das einfach in diesem To-Go-Becher mit. Und ich finde das super, super praktisch. Und auch zum Verschenken ist es mega cool an Cousinen. Letztes Jahr habe ich das meinen beiden Cousinen geschenkt. Oder an Freundinnen oder Tante. Alles Mögliche. Ich glaube, über sowas freut sich einfach jeder. Dann das nächste, was ich mir persönlich auch wünsche, sind Bücher. Ich liebe es zu lesen und ich finde, man kommt viel zu selten dazu. Und genau, ich habe auch ein paar Empfehlungen. Und zwar habe ich in letzter Zeit Save Me, Save You, Save Us gelesen. Und die fand ich mega gut. Also wirklich 10 out of 10. Dann lese ich gerade ein Buch, das heißt Begin Again und ist von der gleichen Autorin wie Save Me, Save You, Save Us. Und das kann ich auch mega empfehlen.
Und davon will ich mir auch das zweite zu Weihnachten wünschen. Und dann hat Leonie mir noch ein Buch empfohlen, das ich mir auch auf jeden Fall wünschen möchte. Und zwar heißt es Maybe Someday und das werde ich mir auch auf jeden Fall wünschen. Sowas kann man sich auch gut von Verwandten wünschen, weil Bücher einfach nicht so teuer sind. Und das ist einfach eine Kleinigkeit, über die ich mich mega freuen werde. Dann finde ich auch Duftkerzen total cool zum Verschenken, zum Beispiel Yankee Candles, weil ich finde Duftkerzen was richtig, richtig Schönes, aber ich bin irgendwie immer zu geizig, Duftkerzen anzumachen, weil wisst ihr, ich habe immer Angst, dass sie abbrennen und dann ist es halt leer. Der Gedanke ist mega dumm, aber so denke ich halt und deswegen, wenn man viele Duftkerzen hat, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Deswegen denke ich mir, ich werde mir so eine mega fette Yankee Candle wünschen, die so richtig geil riecht. Ja Mann, da habe ich Bock drauf. Dann, was ich mir auch wünschen möchte, ist ein Morgenmantel, so einen aus Satin oder so. Oh mein Gott, die sind so, so schön. Hey, da fühlt man sich dann direkt so bougie und so. Keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Oder, was ich auch eine mega süße Idee finde, sich Schlafanzüge zu wünschen. Also so süße Schlafanzüge. Weil ich trage übrigens immer Schlafanzüge. Also ich trage immer Hose und Oberteil, was zusammenpasst, weil, keine Ahnung, ich mag das irgendwie. Und das finde ich auch eine sehr süße Idee, sich zu wünschen. Dann ist mein Lieblingsparfüm fast leer und zwar ist das La Vie Belle von Lancôme. Ich denke, das kann jeder. Das habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht und ich denke, das werde ich mir dieses Jahr einfach wieder wünschen. Parfüms sind auch immer eine super, super Sache, die man sich wünschen kann, wenn man sich was ein bisschen teureres wünschen will. Oder ja, aber von Parfüms kann man ja nie genug haben. Was ich mir auch wünschen werde, sind Ohrringe. Und zwar würde ich richtig gerne einfach kleine Monde haben in Echtgold. Weil ich bin gegen Ohrringe, wo Nickel, glaube ich, drin ist, immer allergisch. Und dann entzündet sich mein Ohrloch und so. Und das will ich vermeiden. Und ja, deswegen Schmuck kann man sich auch immer richtig gut wünschen. Und ja, ich habe jetzt keinen speziellen Schmuck, keine spezielle Marke oder so, die ich haben möchte. Einfach nur gerne Halbmonde oder halt diese Sicheln in Echtgold. Dann, was ich auch mega praktisch finde, ist, falls ihr AirPods habt, so eine Hülle dafür, weil die sind ja in dieser Ladecase. Aber es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Hüllen, die man einfach dort rum machen kann. Und so eine habe ich noch nicht und das ist dann quasi zum Schutz. Deswegen, das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee, was ich mir wahrscheinlich wünschen werde. Dann werde ich mir auf jeden Fall auch noch Sportsachen wünschen, weil, ja, ich gehe sehr gerne ins Fitnessstudio. Und wenn man da schöne Sportsachen hat, motiviert es einen einfach immer noch mehr. Und ich finde, Lululemon hat somit die besten Sporthosen, aber die sind so, so krank überteuert. Deswegen denke ich, werde ich mir einfach eine schwarze Sporthose von Lululemon wünschen. Und genau, so eine ganz simple. Ich weiß noch gar nicht, welche Modelle es da gibt, aber auf jeden Fall eine von denen. Und dann hätte ich auch gerne noch ein Sportoberteil und zwar so ein langärmliches in weiß, weil ich finde, im Winter ist es einfach viel, viel besser, mit langärmlichen Oberteilen zu trainieren. Und da hatte Pamela Reif mal mit Puma so eine Kollektion und da gibt es eins, das ist hier vorne so überkreuzt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch überhaupt gibt online, aber das fand ich richtig schön und das werde ich mir dann wahrscheinlich auch wünschen. Dann, was auch eine mega, mega gute Idee ist, was ich allerdings jetzt schon habe, ist, sich einen Kalender zu wünschen für 2020, weil 2019 ist ja dann obviously bald vorbei. Ich kann euch meinen Kalender zeigen, ich habe den nämlich schon, der ist bei mir schon angekommen. Und zwar sieht der so aus, ihr merkt, ich liebe grün, meine Bettwäsche hat auch so ein ähnliches Muster und ich finde diesen Kalender so schön und so perfekt aufgebaut. Ich kann ihn euch gerne in der Infobox verlinken, der ist einfach perfekt. Also ich liebe diesen Kalender und das kann man sich auf jeden Fall auch richtig, richtig gut wünschen. Dann, was ich mir auch auf jeden Fall wünschen möchte, weil ich das so cool finde, ist Matcha-Pulver oder so ein Matcha-Set. Wisst ihr, dass man sich dann morgens so einen Matcha selber machen kann? Keine Ahnung, irgendwie finde ich das richtig fancy und will das gerne mal haben. Dann habe ich sogar auf meiner Wishlist, die ich schon länger habe, eine Uhr draufgeschrieben. Aber die habe ich ja jetzt schon, deswegen muss ich mir sie nicht mehr wünschen. Und was ich dann auf jeden Fall auch noch richtig gerne hätte, ist eine Kommode für mein Zimmer. Weil ich habe so zwischen zwei Schränken noch ein bisschen Platz und da würde einfach perfekt eine Kommode hinpassen. Und da könnte ich so ein bisschen Deko drauf machen, einen Spiegel und einfach hätte ich mehr Stauraum, den ich auf jeden Fall brauche, weil mein Zimmer ist immer unordentlich. Und vielleicht könnte ich dem so ein bisschen aus dem Weg gehen, I don't know. Das ist mein Gedanke dabei. Und ja, das sind eigentlich auch schon alle Sachen, die ich mir wünsche. Wow, irgendwie ist dieses Video richtig kurz geworden. Aber ja, vielleicht werden noch ein paar Sachen dazukommen, aber ich denke eher nicht, weil allein schon, dass ich mir das Handy wünsche, ist natürlich extrem, extrem teuer. Und ich erwarte auch überhaupt nicht, dass ich das alles kriegen werde. Es dient, wie gesagt, zur Inspiration und deswegen habe ich das gedreht. Was ich auch noch immer eine super Idee finde, ist, sich Kosmetik-Sachen zu wünschen. Da finde ich, Kiehl's hat ganz, ganz tolle Gesichtsmasken oder auch Lush oder der Body Shop hat da gute Sachen oder der Rituals auch mega gut. Und was ich auch cool finde, ist, sich Schminke zu wünschen, weil Schminke kann schon echt teuer werden.
Meine Faves sind da die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills, die Naked Heat habe ich, glaube ich, oder die Naked One, also die Lidschattenpaletten. Dann, was ich auch mega empfehlen kann, sind Becker Highlighter und ja, so ein Puder kann man sich auch ganz gut wünschen. Was ich nicht einsehen würde, selbst mir zu wünschen, wäre irgendwie für so einen Concealer oder für so ein Make-up, das halt mega schnell leer geht, 30 Euro zu zahlen. Deswegen, ich würde immer auch gucken, dass es Sachen sind, von denen man lang was hat, oder zum Beispiel Lippenstifte, die sind auch eine super Sache, von MAC oder so, ist die Qualität echt mega nice. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich mir dieses Jahr wünschen werde. Ich hoffe sehr, dieses Video war aufschlussreich und hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram und guckt meine letzten Videos an. Da würde ich mich mega freuen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye! Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Dann können wir uns ein bisschen so austauschen. Fände ich mega cool.